Der wilde Roboter basiert auf dem gleichnamigen Buch von Peter Brown und erzählt die wahnsinnig herzerwärmende Geschichte des Roboters Ross, die nach einem Unfall auf einer Insel strandet und in der Wildnis überleben muss. Ross ist ein hochmoderner Multifunktionsroboter, die dafür gemacht ist, den Menschen in dieser Welt alle möglichen Arbeiten abzunehmen. Sie ist so programmiert, dass sie eine ganz klare Direktive hat und alles dafür tut, dieses Ziel zu ermöglichen. Die Geschichte beginnt damit, dass sie durch einen unglücklichen Zufall auf ein kleines Gänseküken aufpassen muss und es als ihre Aufgabe sieht, dieses Küken dazu zu bringen, zu schwimmen, zu fliegen und sich selbst zu füttern. Da sie sich in der Wildnis befinden, sind natürlich auch ganz viele wilde Tiere und so ein bisschen der Kreislauf des Lebens. Das heißt, Ross muss dafür sorgen, dass das kleine Gänseküken auch überleben kann und da kommt dann noch ein Fuchs ins Spiel, der so ein bisschen seine eigene Agenda hat und es ist eine irrsinnig schöne Geschichte, die mir sehr ans Herz gegangen ist. Das Voice Acting ist absolut großartig. Ich habe ihn im Original gesehen, das heißt, Ross wird gespielt von Lupita Nyong'o und Fink, der Fuchs, wird gespielt von Pedro Pascal, der dieses Charmante und irgendwie Gewitzte richtig gut rüberbringt. Und auch Lupita Nyong'o macht einen großartigen Job. Ihre Arbeit ist natürlich am Anfang so ein bisschen roboterhaft, klar, und ohne jetzt irgendwas zu spoilern, entwickelt sich ihr Charakter natürlich weiter und diese Entwicklung zu sehen, auch in ihrer Stimme, ist wahnsinnig schön. Mit seiner Story erfindet der Film das Rad jetzt nicht neu, aber wie er die Story erzählt, ist so emotional und so treffend und so wahnsinnig schön, ich bin gar nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen. Dass dieser emotionale und familiäre Vibe des Films so gut rüberkommt, liegt unter anderem auch an dem Regisseur Chris Sanders. Der war nämlich verantwortlich für die Filme Drachenzähmen leicht gemacht, Lilo und Stitch und die Croods. Besonders highlighten möchte ich die Filmmusik. Einerseits den Score, also die Musik, die während des Films läuft, und dann aber auch die extra für den Film geschriebenen Songs, die so unglaublich toll passen. Ich bin großer Fan von so Trainingsmontagen wie bei Rocky oder Creed und wir haben hier sowas Ähnliches und ich kann es nicht anders sagen. Ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult, ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Es ist so ein mitreißender und emotional packender Film. Ich bin echt aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Und dann komme ich auch nochmal zu der Emotionalität des Films. Ich glaube, ich habe dieses Jahr keinen Film gesehen, der mich mehr emotional mitgenommen hat und der mich auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle mitgenommen hat. Ich werde den Film noch sehr, sehr oft anschauen und ich kann es jetzt schon kaum erwarten, jedem davon zu erzählen und hoffentlich ganz viele neue Fans zu entwickeln. Das andere Highlight ist die Animation. Der Film sieht so wunderschön aus. Was DreamWorks hier macht, ist wirklich was ganz Fantastisches. Sie haben ja vor ein paar Jahren Der gestiefelte Kater, Der letzte Wunsch gemacht, der so unglaublich fantastisch aussah und so ein bisschen an die Spider-Verse-Filme erinnert hat und so einen wahnsinnig dynamischen Animationsstil geschaffen hat. Hierauf bauen sie auf und lernen aus all dem, was sie gelernt haben und bilden dadurch einen Animationsstil für diesen Film, der sich einerseits so plastisch und echt anfühlt und gleichzeitig total gezeichnet und wie so ein Kinderbuch. Es ist so bildschön. Ich hoffe, dass ganz viele Filme in diesem Stil gemacht werden. Was sie durch diesen Animationsstil mit den Farben hinkriegen und wie sie die Emotionen rüberbringen, ist es wirklich sehr, sehr schön. Auch die Intensität und die Geschwindigkeit mancher Szenen wird wirklich toll dargestellt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Film für einen Oscar für beste Animationsfilm nominiert wird. Und meiner Meinung nach sollte er ihn auch gewinnen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, aber zusammenfassend kann ich sagen, ich liebe diesen Film. Ich habe selten so viele Emotionen gespürt. Ich habe selten so viel geweint im Kino. Ich habe so gestrahlt nach dem Kino. Ich habe es selbst nicht gepackt. Und ich hoffe, dass den Film ganz, ganz viele Leute anschauen und er mindestens so erfolgreich wird wie andere große Pixar- oder Disney-Filme, weil er verdient es. Dieser Film ist der absolute Beweis dafür, dass Animationsfilme eine ganz, ganz hohe Kunst sind und nicht einfach nur da, um irgendwie Kinder zu bespaßen und für anderthalb Stunden ruhig zu halten. Er hat so viel Tiefe, er hat so viel Emotion, man lernt daraus. Man geht mit einem ganz beflügelten Gefühl aus dem Kino. Man nimmt was mit fürs Leben, man reflektiert über sein eigenes Leben. Es ist wirklich, wirklich bemerkenswert, was sie mit diesem Film geschafft haben. Und ich kann es jetzt schon kaum erwarten, das Buch zu lesen. Es ist übrigens eine Trilogie. Das heißt, falls der Film erfolgreich ist, vielleicht sehen wir noch einen zweiten und einen dritten Film. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und damit du dich das nächste Mal im Kino freuen kannst, klick doch hier für mein letztes Review. Und falls du gerne Interviews mit ganz interessanten Menschen anschaust, klick doch mal hier für meine Interviews. Falls du das Video bis hierhin geschaut hast, vielen, vielen Dank. Lass doch gerne ein Abo da, damit du kein Video mehr verpasst und immer auf dem neuesten Stand bist, was Kinofilme angeht. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.